Hilfe für die Ukraine kommt auch von der Türkei, vor allem militärische. So sollen etwa türkische Kampfdrohnen den Vormarsch der russischen Truppen erschweren. Gleichzeitig kann die Türkei aber auch den Nachschub der russischen Marine beeinflussen. Denn der NATO-Partner kontrolliert den Zugang zum Schwarzen Meer am Bosporus. Präsident Erdogan hat schon angekündigt, russische Kriegsschiffe bei der Meeresenge nicht mehr einfach passieren zu lassen. Über einen schwierigen Balanceakt am Rande des Krieges, Philipp Zahn. Ukrainische Drohnen greifen türkische Konvois an. Viele stammen aus türkischer Produktion. Technologie, welche Ankara und Kiew militärisch zu Verbündeten macht. Die Türkei hat sehr direktes Interesse in der Ukraine, in der militärischen Zusammenarbeit und im Handel. Beide Länder unterzeichneten erst ein Freihandelsabkommen über Milliarden von Dollar. Beobachter sehen die Türkei jetzt zunehmend in einer Zwickmühle. Da ist einerseits der Schulterschluss von Recep Tayyip Erdogan mit Volodymyr Zelensky bei seinem letzten Besuch in Kiew 2 Wochen vor Beginn der Angriffe. Da ist andererseits Russland, das für seine Kriegsflotte im Schwarzen Meer den ungehinderten Nachschub durch russische Verbände im Mittelmeer einfordert. Dieser verläuft aber durch den Bosporus. Die Meeresverbindung wird nach völkerrechtlichem Vertrag durch die Türkei kontrolliert. Und die will jetzt nicht so einfach mehr russischen Kriegsschiffen und U-Booten die Durchfahrt erlauben. Die Türkei fürchtet, dass Russland das Schwarze Meer nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich kontrolliert. Denn am Bosporus ist die Abhängigkeit von russischem Öl, Gas und Getreide so enorm, dass Präsident Erdogan sich an den Wirtschaftssanktionen gegen Moskau nicht beteiligen will. Von heute auf morgen die Handelsbeziehungen mit Russland kappen, ist unrealistisch. Da hängen Tausende von türkischen Firmen dran. Das wäre innenpolitisch Selbstmord. Wirtschaftspolitik und Sicherheitsinteressen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Für die Türkei wird der Krieg in der Ukraine ein schwieriger Balanceakt.